Tschüss, Digga. Sachen gibt's, die hat selbst der Imkermeister noch nicht erlebt. Das ist auch so krass bei Hummeln. Rein logisch-physikalisch könnten die nicht fliegen, weil die zu schwer sind. Bisschen aggro hier. Die sind zu schwer und die Flügel sind zu klein. Eigentlich dürfte die gar nicht abheben können vom Boden, aber der Wille ist wahrscheinlich so groß. Hummeln leben ja auch in Kolonien zusammen. Wird nur ein paar hundert Hummeln, also das werden nicht mehr. Und im Winter sterben die alle wieder und nur die Königin überwintert sozusagen. Da saßen gerade noch zwei. Wir hätten hier wieder zwei, die kurz eine kleine Rastpause einlegen. Ich bin nämlich hier die lebende Raststätte, wisst ihr? Ui, da überall. Mein Arm. Den Arm. Diese kleinen Haare, die die haben, finde ich so krass. Boah, die ist ja riesig. Das ist ein ganz klarer Fall. Die brauchen ein Hummelhaus. Kann man nichts machen, glaube ich. Die Familie Humlingers braucht ein neues Zuhause.